Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir befinden uns hier in unserer eigenen Stadt gewissermaßen. Starwange, die inzwischen doch wächst, recht ansehnlich, 860. Wir brauchen nur noch 140 und dann haben wir die Mission erfüllt. Übrigens, die Stadt macht auch schon Plus, was hier Kopf- und Grundsteuern betrifft. Das ist erfreulich, 90.000 sind verfügbar. Sehr schön. Unterhalt der Stadtwache wird bezahlt. Wir haben aber auch erst ein Regiment hier. Na, mal sehen, hier ist der eine, der die hier patrouilliert. Okay, ich denke mal, dass, weil das so gut geklappt hat, bauen wir einfach weiter hier die Imkereien. Das könnte den entscheidenden, also das könnte schon der entscheidende Schub sein hier für die neuen Einwohner, dass sie kommen. Bauen wir die hier oben in die Ecke. So, jetzt fehlen weiter Rohstoffe. Ein bisschen was ist noch auf Lager. Vielleicht können wir noch einen Turm bauen. Schaut mal, jetzt können wir deutlich mehr bauen. Eine Hafenkanone auch noch. Hatten wir das schon? Ach nee, da fehlen Rohstoffe auch. Nee, wir können nichts mehr bauen. Gut, Keramikleder, Tran haben wir. Das wollten wir zurückbringen nach Lübeck. Okay. Dann tun wir das. Und da gucken wir uns auf jeden Fall auch die Halk an. Beziehungsweise geben ihr einen neuen Auftrag. Das wird auch noch interessant. Wie sieht es denn aus in Oslo jetzt? Wann ist Kontor fertig? Das Kontor. In 12 Tagen. Ne? Ein Augenblick dauert es noch. Aber dann kann es hier auch losgehen mit den Eisenschmelzen. Wie viel brauchen wir eigentlich dafür? Holz und Eisenwaren. Das ist gut zu wissen. Das heißt, das nächste Mal bringen wir genau das mit. Vielleicht bauen wir sogar 3 Eisenschmelzen. Um wirklich das nie wieder zu erleben. Okay, die Jagdfalke. Denke ich mal direkt nach Lübeck, oder? Kein Grund zum Zögern. Recht fest ist schon wieder geschehen. Was ist gebaut worden? In Stavanger die Imkerei, aber das ist schon länger her. Die Seeschlacht haben wir uns noch nicht angeguckt. Geflohen. Wir hatten ewig keine Verluste mehr. Wegen Piraten fällt mir gerade mal auf. Viehzucht und in Stavanger Giebelhaus. Ach, da fällt mir ein, wir wollten in Stavanger noch dieses eine Haus für die Kaufleute bauen. Das dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren. So, die Maria ist da, ist ja großartig. Los, die Amerika braucht erstmal Matrosen. Ha, ich habe wieder dran gedacht. Geben wir ihr wieder 13 mit. Und dann kommt die Amerika in den Konvoi. Ach, die Maria ist ja noch gar kein Konvoi. Das heißt, wir müssen das kurz mal unterbrechen. Beziehungsweise sicherheitshalber sogar speichern. Ich weiß nicht, ob ich da Änderungen gemacht habe. London sichern. So. Könnte sein, dass das jetzt gar nicht so einfach ist. Wir müssen ja... Ach, wir brauchen ja Bewaffnung, wenn wir ein Konto machen wollen. Okay. Das heißt, wir müssen ein bisschen was kaufen. Beim Waffenschmied. Schiffswaffen. Der hat Gott sei Dank alles Mögliche zur Verfügung. Ach so, Entermesser haben wir ja schon ohne Ende. Oh Gott. Na. So, dann nehmen wir Kanonen. Das ist immer die solideste Bewaffnung, finde ich, gerade jetzt für dieses Orlogschiff. So, ich weiß gar nicht, reichen die? Ja, ich glaube, die reichten. Dann gibt es auch noch ein paar Entermesser und vielleicht ein bisschen mehr Bewaffnung. 40 Besatzung, meinte ich. Wir haben aber nicht mal allzu viel. Auf die Maria, bitte. Hatten wir denn eben eigentlich die Waffen richtig? Ja, das ist richtig. So, das heißt, wir könnten jetzt einen Konvoi bilden. Einen privaten Konvoi bilden. Machst du das mal bitte? Okay. Und die Amerika tritt jetzt bei der Maria. Das geht jetzt wunderbar. Dann haben wir jetzt den Konvoi mit den beiden Schiffen. Und die fahren... Ah, da ist London noch aktiv. Sehr prima. Dann kann das losgehen. Und wir hatten ja in London jetzt Fleisch und Leder hatten wir eingestellt, ne? Das hat er sich auch gemerkt. Gut, das wäre erledigt. Dann könnte es jetzt zu einer neuen Expedition gehen mit der Hulk. Hier, da haben wir jetzt Amerika. Und das sind also die Orte, die wir entdeckt haben. Zumindest erkundet haben. Entdeckt haben wir nichts. Das sind die roten Punkte. Wir wollen also wieder eine Erkundungsaktion machen. Wir geben ein bisschen Gold mit. Einfach nur so. Damit sie ein gutes Gefühl haben. Wir wollen als erstes Ziel hier unten hin, auf diese Insel, dann nach Kuba, zweites Ziel, dann hier Florida, drittes Ziel,
Und dann vielleicht noch hier hin. Viertes Ziel. So, dann kann es losgehen. Gut, sehr schön. Das haben wir auch erledigt. Okay, das heißt, als nächstes ist jetzt eigentlich Oslo dran mit dem Eisenerz. Wenn ich das richtig sehe. Wird die jetzt noch repariert? Ah, zwei Tage, gut. Das heißt, wir laden erstmal das Zeug hier aus. Schiff, Kontor, Keramik, Maximum. Oh, Leder, sehr gut. Wunderbar. Und dann bringen wir jetzt, wir brauchen ein bisschen Eisenwaren. Ich glaube sogar 50 nehmen wir mal mit. Und Holz brauchten wir. Laden wir das Rest mit Holz voll. Sehr gut. Und dann auf nach Oslo. Und da geht es jetzt ums Eisenerz. Und ein neuer Kreier ist fertiggestellt. Mal gucken, wo wir den ranfügen. Wir müssen ihn taufen. Und ja, wie nennen wir denn jetzt das mit dem Kapitän? Schmier. Die Schmiere. Ja, ist besser als Schmier irgendwie. Die Schmiere. Okay. Dann warten wir mal, bis wir in Oslo sind. Da sind wir. Wie sieht's aus hier? 4 Tage noch. Okay, ich glaube, die Zeit können wir dann auch mit gutem Gewissen hier abwarten. Diese 4 Tage bis zum 9. November. Na, der Konvoi Maria kommt gleich in die Seeschlacht. Mal gucken, wie sie die durchstehen. So, wir haben den 9. gehabt. Kontor ist fertig. Seeschlacht ist geschlagen worden. Und beide sind geflohen. Sehr gut. Kontor fertig. Prima. So, dann müssen wir hier einige Einstellungen machen. Erst einmal im Lager vielleicht einen Wachposten anstellen. Wobei eigentlich ist der schon ohne Ausbau im Maximum. Dann brauchen wir einen Verwalter. Natürlich einstellen. Und wir müssen Kontorhandel einstellen. Und das wird jetzt interessant. Da machen wir jetzt erstmal alles auf Verkauf. Außer Holz, das kaufen wir bis 50 und Ziegel kaufen wir auch bis 50, falls welche vor Ort sind und der Rest geht erstmal auf Verkauf. Das justieren wir dann noch fein, wenn das soweit ist. Wir müssen dann gucken, wie wir das dann anfahren. Das fahren wir jetzt damit 2 Routen an. Eisenerz kaufen wir vielleicht noch von der Stadt. Bis zu einem guten Preis, solange wir selber noch nicht produzieren. Bis 900 vielleicht. Ach Quatsch, 900 Stück. Nein, bis auf Maximum. Wenn ich 0 schalte, ist dann Maximum gemeint beim Einkauf? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Das verwechsel ich immer. Dann machen wir mal bis 50. 850 ist der Preis, ist auch okay. Gut, dann haben wir jetzt mal die Basiseinstellung gemacht. Dann gucken wir mal weiter. Also, dann bauen wir jetzt hier Eisenschmelzen. Hier, die haben überall zwei Kanonen. Vielleicht kann die Stadt sich ja besser verteidigen. Wir könnten aber auch ganz egoistisch sein und die hier innen reinbauen, aber es ist auch doof irgendwie. Verteilen wir das mal hier. Wir können sogar 3 bauen. Das finde ich gut. Bauen wir 3. Dann haben wir nie wieder Probleme mit dem Thema. Okay. Bisschen Eisenwaren haben wir noch über. Wir müssen bloß dem Konvoi jetzt, der nach Stavanger fährt, das noch sagen. Das ist die Seeschwalbe. Die sich offenbar in Lübeck befindet. Nee. Doch hier. Das ist sie vermutlich. Ja. Konvoi Seeschwalbe. Hier. Du musst wissen, dass du nicht Aalborg, sondern, das können wir jetzt mal ändern, Oslo anläufst und dort aus dem Kontor Eisenerz holst. Genau, und zwar Maximum. Mehr ist das erstmal nicht. Alles andere machen wir möglicherweise mit dem Schottland-Konvoi, der ja auch über Oslo fährt. Der versorgt ja eigentlich. Machen wir das vielleicht so. Gut, die Jagdfalke wird nach Stavanger fahren. Und gucken, wie weit es dort ist.
Bei 954 sind wir. Super. Super, super. Wir haben es gleich geknackt. Oh, das ist ja eine große Freude. Eine wirklich große Freude. Ob wir dann aus guter Tradition jetzt noch mal einen Imker... Gott, wir werden so viel Honig hier bekommen. Das ist der Hammer. 57 Honig. Aber das ist schon okay. Ich meinte, das ist unsere einzige Honigproduktionsstätte. Und die versorgt dann auch den gesamten Hanseraum. Müssen wir bloß zusehen, dass wir bei den anderen Handelsrouten dann den Honigeinkauf stoppen. Ich denke, das ist schon angemessen. Also lasst uns nochmal Imker bauen. Die Ziegel haben wir sogar. Sehr schön. Der kommt jetzt hier hin. Und wie viel Bettler haben wir denn jetzt? 54. Das heißt, wir können jetzt auch hier neue Musketenschützeneinheiten bilden. Mehr geht erstmal nicht. Da müssen weitere Bettler vorhanden sein. Oh Leute, wir knacken gleich die 1000. Was für eine große Freude. Gucken wir uns erstmal hier Stadtkonto nochmal an und geben ihnen, was sie möglicherweise brauchen. Ein bisschen Honig sollten sie ja auch bekommen, ne? Holz brauchen sie. Getreide, Fisch, Felle, Eisenwaren und Bier. Gut. So soll es sein. Können wir noch was anderes bauen? Vielleicht noch weitere Militärgebäude. Machen wir erstmal mit den Torkanonen weiter, würde ich sagen. Aber da fehlt es wieder an Ziegel. Okay, also diese ganzen militärischen Objekte, die wir, wie ich finde, hier durchaus auch gut bauen sollten, die bedürfen doch mehr Ziegel. Wir sollten das nochmal ändern hier. Wo ist... Warte mal, was ist das für ein Konvoi? Ach, wisst ihr was? Der fährt ja zuerst nach. Das sollte nicht sein. Der soll zuerst nach Oslo fahren. Zuerst nach Stavanger. So war es gedacht. Na, jetzt fährt er erstmal nach Oslo. Das wird sich dann einrenken. Gut, aber hier wollte ich noch eingeben, dass wir doch mehr Ziegel bringen. Bring mal 50, wenn du das transportieren kannst. Und Holz ist eigentlich jetzt nicht mehr nötig, oder? Holz können wir doch da selbst produzieren. Ich glaube, mit Holz, das lassen wir mal. Wir gucken jetzt mal, wie viel Holz haben wir eigentlich hier. Oh, 390, ja absolut. Holztransport ist völlig lächerlich jetzt. Okay, das haben wir hingekriegt. Eigentlich müssten wir mal die Schottland-Route uns angucken. Da könnten wir dann nämlich jetzt Oslo... Der soll ja nicht verkaufen, sondern direkt ins Kontor die Sachen bringen. Die Schottland-Route, jetzt muss ich mal auf mein Zettelchen gucken, wird von der Nopia betrieben. So, wo ist sie? Sie ist auf dem Weg nach Lübeck und hat ganz wenig geladen. Nö, stimmt nicht. Ein bisschen was ist dabei. Eisenwaren auch. Kaufen die ein. Okay. Tuch und Wein. Honig. Müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal in Lübeck gucken, wie es eigentlich jetzt mit dem Honig aussieht. Wenn es gut aussieht, dann werden wir überall die Honigeinkäufe, glaube ich, einstellen. So, und jetzt gucken wir uns Oslo hier an. Ah ja, das Problem ist, wir können jetzt nicht alles ins Kontor verladen. Da müssen wir einen konkreten Bedarf festlegen oder einen Anteil. Und das Kaufen ist auch Quatsch, das können wir sein lassen. Wir lassen das nochmal kurz. Das muss ich im Detail mir nochmal angucken. Das ist jetzt ein bisschen kniffliger. Ja, okay, da finden wir schon eine Lösung. Da muss ich mir mal die Bedarfe der Bevölkerung hier von Oslo anschauen und überlegen, wie lange dauert die Tour? 3 Tage dauert sie nach Lübeck. Wahrscheinlich 10 Tage oder so. Da muss ich das ein bisschen austarieren mit dem, was wir da mitnehmen, dass wir Oslo ganz gut versorgen. Okay, wo sind wir? Wir sind hier in Stavanger. Richtig, was ich noch vergessen hatte, wir wollten ja hier noch ein Kaufmannshaus. Da fehlen uns auch die Ziegel zu. Gut, es ist wie es ist. Mangelt es denn wirklich daran jetzt 130, 160? Nee, ich denke, das wird jetzt nicht verhindern, dass wir die 1000 überschreiten können. Insofern bin ich beruhigt. Bin ich beruhigt eigentlich. Was ist hier los? Ist da die... Oh Gott, in Riepen ist die Pest ausgebrochen. Das hatten wir jetzt, glaube ich, zum ersten Mal oder so. Kommt mir nämlich ziemlich unbekannt vor. Okay, lasst uns nach Lübeck fahren. Da wartet ja schon wieder ein neuer Kreier auf uns.
den wir irgendwem zuordnen müssen. Die Schmiere, genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer das bekommen soll. So, sind wir jetzt endlich da? Ja, wir sind da. Seeschlacht, wie ist die gelaufen? Richtfels in Starwanger, das ist der Imker. Die Seeschlacht, ach wunderbar, alle geflohen. Und der Verwalter will mehr Geld. So, die Schmiere. Na, mal sehen. Also erstmal, Bier ist immer noch knapp. Wir haben nur 60 im Konto. Da müssen wir echt noch was tun. Oder ist jetzt hier die große Bierlieferung schon im Anmarsch? Das war die Danzig-Tour. Seid ihr das hier? Ne, die Bierlieferung ist nicht im Anmarsch. Die ist gerade gekommen. Okay, also da müssen wir in Danzig müssen wir doch mehr Bier produzieren. So läuft das nicht. Wir warten mal kurz ab, was sie jetzt bringen. Ob sie jetzt voll beladen sind und so weiter. Gucken wir uns mal den Konvoi an. 51 Bier. Also wir produzieren doch zu wenig Bier. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Das funktioniert so nicht. Könnte sein, dass da auch Getreide fehlt, dass ich da jetzt immer Maximum Getreide wegnehme und nicht eingestellt habe, dass wir was behalten müssen für die Bierproduktion. Das könnte ein Problem noch sein. Das gucken wir uns nochmal an, genauer. Erst einmal, ja, wenn wir da Brauereien bauen wollen, müssen wir vermutlich auch was wieder mitnehmen. Schiffkontor. Vermutlich wieder Ziegel, ne? Holz ist meistens vorhanden. Wie viel Honig haben wir jetzt? 344. Also das läuft gut. Honig, da müssen wir jetzt auch aufpassen. Da müssen wir diese Russland-Tour, die müssen wir, glaube ich, mal verändern. Hier muss kein Honig mehr gekauft werden. Honig. Das haben wir aber auf Verkauf. Novgorod haben wir Honig gekauft. Das brauchen wir nicht. Da können wir im Zweifel sogar verkaufen, falls da, kann ja sein, dass da auch mal ein Mangel ist. Reval, Honigverkauf, okay. Stockholm, Honigverkauf. Ach, da haben wir gar nicht so viel Honig gekauft. War das möglicherweise die Visby-Route, die das praktizierte? Wer kauft hier Honig? Visby. Die maunzende Katz. Müssen wir uns angucken. Die maunzende Katz ist in Lübeck gerade. Und in Thorn wird tatsächlich Honig gekauft. Das machen wir nicht. In Visby wird Honig gekauft. Ja, da kommt der ganze Honig her. Und Riga wird Honig auch gebracht. Gut, insofern brauchen wir wahrscheinlich auf der Tour gar nichts verkaufen. Aber damit sollte jetzt der Einkauf erstmal reduziert werden und wir sparen Geld. Das ist auch gut. So, wir wollten, glaube ich, zum Bier segeln. Das war das Ziel. Das machen wir jetzt. Danzig gucken, ob da irgendwas möglicherweise jetzt schiefgelaufen ist mit der Bierproduktion. Richtfest ist jetzt erstmal geschafft. Was ist gebaut worden? In Oslo. Ah ja, die Eisenschmelzen sind da. Und damit sollte, wenn Aalborg belagert wird, sollte auf jeden Fall unser Eisenerz, unsere Eisenwarenproduktion nicht mehr so drastisch einbrechen, zumal wir jetzt ja uns ein gehöriges Polster anfüttern sollten, da wir jetzt doppelt produzieren und dann dürfte eigentlich da nichts mehr schief gehen. So, jetzt gucke ich doch mal, was ist hier los. Also, was haben wir hier eingestellt im Kontohandel, was Getreide betrifft? Bestand, der im Konto verbleiben soll, 20 und der soll auch nicht von Schiffen abgeholt werden. Das heißt, Getreide müsste eigentlich. Aber wir haben echt auch nur ein Brauhaus. Ja, das ist klar, dass da nicht mehr produziert wird. Irgendwie haben wir hier offenbar. Nee, also das geht so nicht. Das geht ja so überhaupt nicht. Wir brauchen deutlich mehr. Gleich zwei, würde ich sagen, kaufen wir. Hier sind die beiden Kanonen. Ach, da wird auch eine neue Mauer gebaut. Ist ja gut. Dann bauen wir hier im Innenbereich. So, damit sollte das Problem eigentlich gelöst sein, Leute. Okay, Eisenwaren, wie sieht es hier aus mit dem Bestand? Können wir dem Kontor überreichen? Dann ist das erstmal in Ordnung.
Prima. Gut, mal wieder in Danzig. Wir können eigentlich mal beim Eldermann bis zum 1. September 13.5. Das schaffen wir mit den 1000. Stadtmauer haben wir ja auch. Ich denke, wir werden das beim nächsten Mal schaffen. Das ist ein großer Moment, Leute. Und dann wird sich entscheiden, ob wir schon für die nächste Eldermann-Wahl antreten können oder ob dann noch eine Aufgabe auf uns warten wird. Ich bin schon sehr gespannt. Bis zur nächsten Folge, bis zur Aufklärung dieser Frage. Macht's gut. Bis dann, euer Steinwallen.